Saarbrücken. Noch dazu hat der FCS mit dem heutigen Gegner Kiel noch eine Rechnung offen. 1:5 unterlagen die Saarländer im Norden. Die Zeichen stehen auf Revanche im Ludwigspark. Aber die Heimbilanz des FCS lässt zu wünschen übrig. Frank Rundhefer mit Fakten wie Peitschenhiebe. Heimkomplex. Unter Jürgen Luginger die Quote schwach. Danach Interimscoach Eichmann, auch nur ein Pünktchen. Und unter Milan Šašić das gleiche Bild. Insgesamt steht 9 Heimspiele, nur 9 Punkte und nur 2 Siege. Der FC hat das schwächste Heimteam der Liga. Aber das muss ja nicht so bleiben. Das darf einfach nicht so bleiben, will man den Klassenerhalt schaffen. Die Mannschaft braucht dabei auch Rückendeckung von den Fans und von den Vereinsverantwortlichen. Heute wurde schon mal gemeinsam ein Schulterschluss vollzogen. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende des FCS, Michael Arnold, verließ seinen geschützten Platz auf der Haupttribüne und zog einen Stehplatz mitten unter den Fans vor. Ein positives Zeichen. Jetzt ist die Mannschaft dran, die schlechten Heimbilanzzahlen aufzubessern. Wie nicht nur Frank Rundhefer festgestellt hat, scheint bisher wirklich nur auf einen Verlass. Ja, was wäre, wenn der FC ihn nicht hätte? Timo Ochs ist auch bei den Fans der Spieler. Und die Fachpresse lobt ihn überschwänglich. Ochs ist der beste Torwart der Liga und da hänge ich gerne hinten dran. Das stimmt. Milan Šašić muss heute auf die verletzten Zimmer und Ratgeber verzichten. Damit fallen gleich alle Topstürmer aus. Zudem Eggert nicht einsatzfähig. Kruse und Stegerer gelb gesperrt. Also die personelle Lage richtig angespannt. Kiel, 5-1-Sieger im Hinspiel, von links nach rechts, 4. Minute, erste Chance für Holstein, Breitkreuz, Sikora und schon steht's hier 0-1. Ja, nicht zu fassen, was hat sich das Team des FCS denn da gedacht? Ein Zuteilungsdesaster ist das. Sikora, der steht eigentlich nie in der Startformation, vielleicht hat der FC ihn darum nicht auf dem Zettel. Der Kieler ganz frei, auch chancenlos, alleingelassen von den 10 Blau-Schwarzen vor ihm. So, das ist schon mal ein derber Treffer ans Kinn. Jetzt muss ich Saarbrücken schütteln und weitermachen, aber es passt nicht. Schauen Sie, wie Kiel kombinieren kann. Die haben seit 13 Spielen nicht mehr gewonnen. Dann der Abwehrversuch von Knipping, Siedschlag. So sieht die Anfangsphase hier im Park aus. 3.500 Zuschauer können nicht glauben, was sie hier geboten bekommen. Ja, Saarbrücken offenbar mental überfordert mit dem Druck. Ein echtes Abstiegsduell ist das. Da wollen wohl einige zu viel, das lähmt. Und Timo Ochs, ja, der explodiert. Und sein Trainer Milan Šašić ist nicht zu beneiden. Insgesamt 9 Spieler verletzt oder gesperrt. Das ist nicht zu kompensieren und das spiegelt sich auch auf dem Feld. Kiel spielt, Saarbrücken reagiert nur. Nächste Chance, Holstein. Breitkreuz, 3 freie Gästespieler am zweiten Pfosten. Knipping kann da nicht alleine klären. Wieder ist die Zuteilung mangelhaft. Ja, so schwach war der FC in dieser Saison bislang noch nicht. Und auch weiterhin können wir Ihnen nur Szenen wie diese anbieten und die sprechen einfach für sich. Ganz genau wie die Reaktion draußen von Milan Šašić. 32. Minute, dann mal ein Standard für Saarbrücken. Zum ersten Mal vor dem Kieler Tor. Nach mehr als einer halben Stunde. Hümbeer, 1-1. Also überraschender kann ein Ausgleich kaum fallen. Julien Hümbeer als vertragslosen Spieler hat Šašić ihn geholt. 2006 bis 2008 war er schon mal da. Dritter Einsatz heute nach seiner Rückkehr. Jetzt auch mal Kiel überfordert mit der Unübersichtlichkeit der Situation. Hümbeer ist gedanken- und handlungsschnell, Ausgleich. Und das ist Hoffnung für Mannschaft und Fans. Und die Frage, kann denn das jetzt die Wende sein? Aber die Antwort lautet
Nein, schauen Sie, Milan Šašić, der rast vor Wut da draußen. Aber warum? Ja, weil Kiel weiter viel, viel Raum hat. Nächste Möglichkeit für Rot. Der Ausgleich gibt keine Sicherheit. Drei Kopfballduelle gehen verloren da im Mittelfeld. Dann Casio und Breitkreuz-Ochs. Die nächste Riesenrettungstat des FC Schlussmanns. Auch heute, und das kann man Woche für Woche betonen, ist er bester Saarbrücker. Breitkreuz schneller als Fischer und Forkel, und Ochs ist einfach unverzichtbar. 1-1 zur Halbzeit, schmeichelhaft ist das Ganze dank der Saarbrücker Nummer 1. Und auf der Tribüne Präsident Ostermann mit Ex-Vize Meiser. Da wird der FC-Schal bewundert, der sehr gut zum Mantel passt. Ja, na wenigstens passt es modisch. Denn sportlich ist das da unten Stückwerk. Da passt Blau nicht zu Schwarz. Rot dominiert. Hier, Achtung, jetzt ein weiterer Beleg. Was der FC auch versucht, es bleibt Stückwerk. Und Milan Šašić, ja, der versucht zu dirigieren, aber auch das hilft heute nicht wirklich. Kiel ist besser und hat Möglichkeiten. Da, ja, Breitkreuz ein bisschen zu spät, Ball noch verlängert. Nach dem Freistoß getreten von Siedschlag. Das Spiel läuft hier ein ums andere Mal in Richtung Timo Ochs. 70. Minute schon. Wieder Richtung Ochs. Und wieder ist er da, der Saarbrücker Keeper. Spiel läuft aber weiter. Dann das Duell. Knipping gegen Herrmann. Und sofort entscheidet Schiedsrichter Schriewe auf Elfmeter. Und tatsächlich, wir werden das gleich sehen, Knipping berührt den Kieler leicht am Fuß, aber der kommt ins Straucheln. Also diese Entscheidung ist vertretbar und richtig. 71. Minute. Elfmeter für Kiel und die Chance, jetzt hier alles klar zu machen. Das Duell Sikora gegen Ochs. Ein großer Elfmeter-Killer war er in dieser Saison noch nicht. Vielleicht jetzt? Nee, keine Chance. 2-1 für Kiel. Fiete Sikora mit seinem zweiten Treffer heute. Und ja, die Führung ist verdient. So bitter das für alle FC-Fans klingt. Holstein Kiel liegt hier im Ludwigspark zu Recht vorne. Ja, das Gesicht von Milan Šašić, das sagt einiges aus. Und die nächste Möglichkeit für Rot. Jetzt spielen die sich hier locker die Bälle zu und wieder ist es Ochs, der hier das 3-1 verhindert. Ja, der Glaube ist eigentlich vorbei und da kommt auch der Schlusspfiff. Saarbrücken verliert mit 2-1 gegen Holstein Kiel. Ein bitterer Tag für alle Blau-Schwarzen, auch für ihn, für Timo Ochs, der wieder alles gegeben hat. Enttäuschung draußen, die Fans frustriert, traurig, sauer, kein guter Tag für den FCS. Wir haben heute, glaube ich, in jeglicher Hinsicht vermissen lassen, dass man gemerkt hat, der Mannschaft angemerkt hat, dass es heute um sehr viel geht. Es ging noch nicht um alles, aber wir wussten natürlich schon, dass es ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften war, und das hat man bei unserer Mannschaft heute leider nicht gesehen. Ja, Saarbrücken hat keine Weihnachtsgeschenke für seine Fans zum letzten Heimspiel 2013. Das war nix heute. Und wenn es eine mentale Blockade war, dann sind Führungsspieler wie Ochs auch als Psychologen gefordert. Und natürlich ganz besonders auch der Trainer. Und zugeschaltet aus dem Ludwigsparkstadion ist Milan Šašić, der Trainer des FCS. Es war alles andere als ein Weihnachtsgeschenk an die Fans, Herr Šašić. Wenn man die Fernsehbilder genau beobachtet, da konnte ich deutlich von Ihren Lippen ablesen, das hat mit Fußball nichts zu tun. Was alles hat Sie zu dieser Aussage veranlasst? Erstmal guten Tag. Ja, leider Gottes, dann hat die Kamera das aufgenommen, was sollte man nicht aufnehmen. Aber
Mir war schwer, von Emotionen einen anderen Ausdruck auf Platz zu schicken. In meiner Situation, wo ja, ist wieder die Fehler gemacht. Normalerweise, was darf nicht passieren. Trotzdem, die Tatsache, das ist Spiel so gewesen, wie es geschildert. Ich kann große Vorwurfmannschaft nicht machen. Das war nicht Qualitätsproblem. Trotz der Tatsache, dass uns fehlt neun Spieler im heutigen Spiel. Das war mehr mentale Schwäche. Jungs wollten unbedingt das zu machen, und wenn man will, unbedingt zu machen. Leider Gottes kommt so, wie es heute gekommen. Die Vorlagen der Abwehrspieler im eigenen Strafraum auf die Füße des Gegners. Ist das Verunsicherung? Ist das die mentale Schwäche? Wie werten Sie es? Naja, aber bei einem reflektiert es sich so, bei anderen so, bis falschen Wahrnehmung. Wir wissen, was heißt, wenn kommen die Blockaden, und wir haben über die Wochen aus meiner Sicht sehr gute Ergebnisse gemacht. Wir haben uns wieder zurückgemeldet, und die Mannschaft wollte heute Befreiungsschlag, das haben wir von Handlungen nicht gemerkt, aber ich kenne die Jungs, ich weiß, dass die wollten nur wegen dieser mentale hat nicht so ausgesehen und war ein leider Gottes schwaches Spiel von uns. Ja, einer aber, der ist mental stark, Timo Ochs, was wäre die Mannschaft ohne ihn wert? Ja, Timo ist in einer Form, was ist... wirklich, ja, ich will nicht übertreiben, aber das ist für allerhöchste Klassen, was er hält. Über die Monate hier, das ist eine absolute Topklasse. Ja, aber absolute Topklasse sind derzeit die Zahlen nicht. Jetzt sind es insgesamt 10 Heimspiele, 9 Punkte und weiterhin nur 2 Siege. Wohin soll das führen? Das soll führen da, wo ist unser Ziel. Wir wollen in dieser Saison stabilisieren. Das heißt, wir wollen Klassenhalt schaffen, und das arbeiten wir alles in diese Richtung, dass wir das schaffen. Aber dazu braucht man auch die Punkte zu Hause. Ja, selbstverständlich. Man braucht die Punkte. Man braucht die Punkte. Wo sind die? Ist das nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass man die holt. Aber eine ist wichtig, wenn Niederlage, dann nicht da zu Hause. Das ist immer so, wenn eine Niederlage, dann sehr weit, weit von Heimstadion, leider Gottes, kann man nicht wählen. Deswegen sind wir froh, mindestens das haben wir auswärts eine Top-Serie hingelegt. Klar, das ist das zu Hause zu wenig, wissen wir. Aber trotzdem, in meinen Zeiten, ich will nicht sagen, das bin ich unzufrieden. So viele Probleme, was hatten wir hier, hatte keine andere Mannschaft. So viele personelle Ausfälle, ich denke, das hatte keiner in unserer Liga. Deswegen, wir können trotzdem nach heutiger Niederlage, was ein oder andere kann kommentieren oder so, nicht unzufrieden sein mit dem gesamten Paket, was haben wir bis jetzt gemacht. Dann gute Besserung in jeglicher Hinsicht. Dankeschön, Milan Čašić. Danke Ihnen auch, danke.